Die Frage ist, soll ich eine neue Dings aufmachen, eine neue Gruppe mal aufmachen? Wir machen mal eine neue Party auf und probieren es dann nochmal oder was? Ich weiß nicht, was jetzt Sache ist. Oder brechen wir ganz ab und machen es in der nächsten Folge nochmal? Na, sehr viel länger kann sie, glaube ich, ja auch nicht. Ist ja schon 1:30, ja? Mhm. Keine Ahnung. Das ist es halt. Vielleicht startet sie auch gerade die PlayStation neu oder so. Da wäre sie aus der Dings rausgegangen. Hä? Dann wäre sie rausgeflogen aus der Party. Nee, wir hatten das doch jetzt schon öfter mal, dass dann jemand trotzdem noch in der Party angezeigt wird. Hallo? Da ist jemand. So, in der Party bin ich schon mal wieder. Ja, das ist immer gut. Hey, was ja, war ein Kass? Ich bin eben einfach wegen dem Netzwerkfehler aus der Party geflogen. Und da ist mein Spiel. Und dann war alles weg. Also wir haben die Mission quasi verkackt. Eigentlich auch mehr oder weniger bewusst verkackt. Wir stehen noch davor, also falls du nachschauen kannst, würde ich sagen, probieren wir sie nochmal. Ja, ich starte gerade das Spiel. Also was das jetzt war, keine Ahnung. Na, ich hatte mich schon gewundert, weil du warst kurz vor meiner Leiche, dann habe ich mich respawnen lassen. In dem Moment habe ich unten links deinen Namen im Spielechat gesehen. Ja, war ganz komisch. War das. Ja, das ist halt die große Frage jetzt, ne? Ich schicke eine Drohne. Scheiße. Scheiße, dass ich eine Drohne nicht zerstören kann. Naja, ist gut, wir warten jetzt. Was willst du eigentlich mit diesem riesen Maschinengewehrkäft? Damit bist du ja so unauffällig wie. Das ist geil, ne? Das hat aber gut Durchschlagskraft. Das nutze ich auch nur, wenn Gegner schon auf uns aufmerksam geworden sind. Das macht die Unitats mit 2 Schüssen down. Ich beobachte Markus, das ist einfach nur. Mal gucken hier. Ich gehe gleich nach. Komm, wir machen dich mal nervös. Wo ist er denn jetzt hin? So, ich trete gerade wieder bei. Hinten. Das ist gut. Wie er sitzt und rumzockt. Genau. So, als wenn er sein Handy rumzockt, ne? Da versteckt er sich. Der Gegner. Na gut. Wenn sie wieder dabei ist gleich, dann kann man nämlich
61% habe ich hier Ladung. Na, alles gut. So. Ich bin wieder da. Yeah. So. Diesmal gehen wir das Ganze ein bisschen taktisch an. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen falsch gemacht. Mal gucken, ich glaube hier die habe ich immer schon mal gemacht, die Mission. Das heißt, bin die nicht weiß an. Ich werde fahren. Was? Moment. Ernsthaft? Auf die Idee bin ich auch gerade gekommen. Und ich fahre mit dem Trecker durch die Gegend. Starte Drohne. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da ist eine montierte Waffe. Wir haben Alarm eingerichtet. Ein Fünfter. Der ist ein Luftabwehrsystem. Ist ja krass, der Laden ist riesig. Laut Aufklärung haben sie ein altes Schlachthaus gebaut. Ja, aber ich dachte, das wäre ein typischer Kartellscheiß. Also Strom haben wir hier hinten schon mal. Ja, den sollten wir ausschalten wegen dem Lautsprecher und Ja, die haben auf jeden Fall einen Alarm drin. Ja, und die haben Mörser. Dann versuche ich mal da irgendwie unentdeckt hinzukommen. Okay, wartet, er kommt zurück. Vorne ist irgendwo noch einer, aber ich sehe nichts. Vorsicht, da kommt einer von rechts. Ja. Links ist auch noch irgendwo was im Eingangsbereich. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Warte da vorne. Ist einer an dem. Gut, wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. So, wir sind schon mal drin. Okay. Ja, ich stehe an der anderen Seite. Ja. Ich habe einen Gegner schon mal unentdeckt getötet. Den kann auch keiner finden, weil der hockt auf dem auf dem Turm da, na diesen Geschützturm da. Hm. Noch einen.
Das war das Schloss. Los. Ich mache hier mal noch ein bisschen Nachschub hier. Granate kommt. Come mierda, culeros. Granate fliegt. Nehmt das. Wird der Stamm zerstören? Granate ja. Fliegt. Okay. Von mir ist auch wieder näher. Das erste Ding ist schon weg. Ja, der andere, der ist hier bei mir in der Nähe. Lenk die mal schön ab, dann... Nee, dass ich hier bin. Haben wir nicht gesehen, die Säcke, die blöden. Oh. Oh. Jo, ist ein klar. Ein Geschützturm, Vorsicht, ich mach schon. Weg. Der hat ein Geschütz, ist weg. Geht, glaube ich, wieder einer oben an den. Da will schon wieder einer an den Geschützturm, definitiv. Jawohl. Ja. Hab ich weg. Ja, da. Da ist noch einer drin, ne? Wo kommt der denn da immer? Da unten. Ja. Ich mache hier mit dem Raketenwerfer. Man hat's gehört. Ja, muss ich den anderen auch machen? Ja, oder so. So, denn ist ein Sniper, der da ganz hinten habe ich auch noch geholt. Da oben, Achtung, Raketenwerfer. So. Naja, das habe ich mir nicht oben. Sind, glaube ich, alle zerstört, ne? Echt ein Haufen Pulver, den wir da gerade weggeblasen haben. Da wird sauer sein. Das setzt El Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Nomad, hier ist Bagatari. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario ziemlich zu. Er fürchtet El Jajus Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität sie eingebüßt hat. Klingt soweit gut. Um das wettzumachen, hat El Emissario befohlen, eine Klinik in Okoro zu übernehmen und ein Kokainlabor daraus zu machen. Dreckskerl. Ich bin hinten noch so weit durch. Dem Kartell nicht in die Hände fallen. Sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Verstanden. Sag deinen Leuten, wir kommen. War's, ne? Mhm. Da oben. Da ist eine montierte Waffe. Ich bin doch so vereinzelte Gegner gerade. Wieso bist du schon wieder 400 Meter weiter weg? Ja, weil der zweite Teil halt noch hier ist, ne? Bei der Fabrik. Da war nämlich das zweite Ding. So, wir können. Hier sind noch Fertigkeitspunkte und so ein Scheiß. Dann fahr mal schnell rüber, bitte. Mm-hmm.
sind denn der? Wie spät ist es überhaupt gerade? 20 vor. Okay. Müssen also umsehen. Wenn, würde ich sagen, was Kleines, ne? Ja, ja. Machen. Ich habe hier irgendwie Gegner gesehen gerade. Wie ist das? Jetzt Ruhe. Da war der Gegner. Ach, hier ist ja. Da hinten. Da ist auch ein Heli. Ach, da oben. Die zweite Treppe habe ich nicht gesehen. So. So. Ups. Ich habe genug von den Dingern geflogen. Ich bekomme das oh. hin. Da sind gegnerische Fahrzeuge auf der Straße. Oh oh. Granate fliegt. Ups. Hola, hombre. Wollte ich abholen? Geht schon. Wo ist. Ach, da oben, okay. Ich komm hoch. Ich komm aufs Dach. Ach, da. Geh auf ja, warte, den. Warte. Achso. Ich hätte mich jetzt auch da abgeholt. Alles gut. So. So, wo fliegen wir denn jetzt hin überhaupt? Warte, ich suche was Kleines raus. Bitte. Hubschrauber stehen, Flugzeug stehen, Konvoi markieren. Nein, überall Konvoi und so Kacke, das wollen wir jetzt alles nicht machen. Hier, das könnten wir doch noch machen hier noch. Schüchtern Sie noch ein Cesario ein. Sieht das jemand? Verdächtig, ja, 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 das sind Gegner direkt vor uns. Kann ich denn nicht schießen? Nicht den oben nehmen, ich hol mir den gerade. Ich hab mich gerade selber getötet fast. Aber da haben sie aber recht was? Spät der hat eine Waffe? Ne? Da wo ich liege ist der Typ, der zwei Schüchtern, der hat eine Waffe. Ja. Ja, sehr gut. Ja, der davor hatte auch eine Waffe und ich bin down. Ich hab's ja, auch, ich hab erschossen. Du hast aber auch echt blöd angezeigt, ne? Ja, du bist gerade gelandet, auf einmal plopp, 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 ja, überall ja, genau, in den Gegner. Ja, ja, vorher war ja nix. Ich bin auch tot. Wir haben es aber geschafft. Nix. Hallo, halt's mich mal, ich liege daneben. Bitte, bitte was? Ja, das war total bescheuert. Also war die ganze Zeit nicht. Aber wir haben die Aufgabe abgeschlossen, ja. Echt? Ja. Nicht schön, aber effektiv. Ja. So, machen wir noch was, oder? Ja, ja, klar. Wir machen jetzt noch ein bisschen Nebenzeug, zwei Minuten oder so. Also, wie gesagt, also 10 Minuten, dann ist hier mein Besuch da. Ja, ja, kriegen wir hin. Was haben wir hier vorne? Hier ist ein Fahrzeugabwurf. Weil daneben ist, vorne steht ja auch direkt ein Lady drin. Story 1, das machen wir jetzt nicht. Hier, das hier könnten wir noch machen. Sprengen Sie einen der Stationseingänge. Das haben wir doch vorhin auch schon gemacht.
Das ist da links beim Fluss, wo der Fertigkeitspunkt ist. Wo das B ist, oder was? Ja, der grüne Pfeil, oder links. Nicht? Ja, der grüne Pfeil, genau. Oder? Ja, mhm. Das war ja das, was ich markiert hatte. Das B war etwas anderes, das war, wo du eben warst da. Wie kann man das nochmal wegmachen, das B? So, wieder drauf und X drücken. Jetzt hab ich's, gut. Das ist ein A markiert. Aber das ist der Punkt. Ja, den hast du markiert. Ja, das war deins. Ist auch der Punkt, ja. Ihr wollt jetzt nicht extra... Du hast einen anderen Punkt markiert irgendwie. Ihr wollt jetzt nicht alle... Wollte sagen, Mensch. Wir laufen jetzt nicht zu Fuß, sie wissen, wie weit das ist, ne? Nur so nebenbei. Also ich habe den Punkt markiert, also dieses A jetzt. Netzwerkstation. Alles gut, das schaffen wir schon. 1 Kilometer da drüber laufen, das ist ja nicht weit. Ja, hier findest du jetzt nun mal in der Gegend, wo wir jetzt gerade sind, nicht mal eben im Auto. Das ist halt Spawn. Schwierig. Ich weiß nicht, wie das geht mit dem Auto spawnen lassen. Ich weiß, dass man sich von den Rebellen eins abliefern lassen kann, aber ich weiß nicht, wie es geht. Oder haben wir das überhaupt schon freigeschalten? Ich glaube nämlich nicht, das haben wir noch nicht. Genau. Mein Besuch ist in 2 Minuten schon da. Zwei Minuten. Dann muss er einen Moment warten. Die Aufgabe machen wir, würde ich sagen, machen wir noch. Also um hinter unterwegs was abzubrechen. Naja. Das hat ja auch vorhin nicht lange gedauert. Tür aufsprengen, 5 Gegner töten, ja. Hacken und das war's. Das ist doch nicht gut. Ich renne ja schon wie eine Irre hier. Ich habe den Granatwerfer schon ausgestattet hier. Das ist Granatenregnen. Überall, wo wir hingehen, verbreiten wir eine bombastische Stimmung. Ja. Da fliegen so richtig die Fetzen. Jungs, so weiter, denn immer muss man auf euch warten. Hier ist ja unglaublich. Also ich bin da. Komm jetzt sofort, ich bin hinter euch. Wo gehen wir rein? Hier unten? Mir egal, ja. Ich könnte hier mit dem Granatwerfer jetzt eben aufspringen, wenn die Mann so weiter geht. Weiter soweit? Ja. Tango getötet. So, ab nach oben, ne? Wo geht's denn nochmal hoch? Hier hinten. Haben Sie Probleme, Ihre Einsätze zu koordinieren? Da ist irgendwo noch einer. Oben wahrscheinlich noch eine Etage höher. Ja. Abschuss bestätigt. So. Das war's dann. Ja. Das ging ja flott. No. So. Mann, so viel habe ich getan. So. Ich habe meine Aufnahme schon mal beendet. Ja. Na gut. Dann werde ich mich jetzt schon mal verabschieden.
Jo. Ja. Okay, ich fahre. Und wir müssen mal gucken, wenn wir mal weitermachen. Vielleicht Montag, ich muss es halt gucken, ich muss meinen Arbeitsplan sehen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir Montag schon was machen können. Ja, kann mal gucken. Alles klar. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.